Moin und herzlich willkommen zurück aus unserem wundervollen Volksparkstadion. Wir machen heute mit euch ein bisschen Rhythmus, Koordination und alles andere, was eure Hände und Füße so ein bisschen auseinanderbringt. Dazu habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Dino Herrmann! Moin Dino! Okay, als erstes möchten wir uns wieder ein wenig aufwärmen. Dazu machen wir die gleiche Übung wie im letzten Video. Eine Hand geht auf den Bauch und die andere Hand auf den Kopf. Die Hand, die auf dem Bauch liegt, die reibt in Kreisen. Und die Hand, die auf dem Kopf liegt, die tippt auf den Kopf. Das funktioniert auch schon ganz gut, ne? Jetzt wird's schwieriger. Jetzt wollen wir nicht mehr auf den Kopf tippen, sondern auf dem Kopf reiben, aber dafür auf den Bauch tippen. Und das wechselt ihr, sobald ich es euch sage, also im fliegenden Wechsel. Okay, erstmal auf den Bauch wieder reiben und auf den Kopf tippen. Und dann wechseln. Na, hatte die nur das hingekriegt? Hast du es hingekriegt? Nee? Das ist nicht schlimm. Das ist Übungssache. Dann lass uns das auch nochmal mit den anderen Händen probieren. Das heißt, die Hand, die eben auf dem Bauch war, liegt jetzt auf dem Kopf. Und die Hand, die eben auf dem Kopf war, liegt jetzt auf dem Bauch. Okay. Erstmal auf den Bauch kreisen und auf den Kopf tippen. Das sieht gut aus. Auch der fliegende Wechsel kommt gleich wieder. Okay. 3, 2, 1 und wechseln. Oh, das sah sehr gut aus. Da habe ich noch was gesehen. Sehr schön. Und damit auch noch der Rest des Körpers ein bisschen warm wird, möchten wir gleich einmal 15 bis 20 Sekunden anfersen auf der Stelle. Dazu zieht ihr eure Füße beim Laufen ganz dicht an den Hintern ran, so nah wie es geht. Okay? 15 bis 20 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Da war gerade ein Hubschrauber, der hat den Dino ein bisschen abgelenkt, aber ich glaube, du wolltest nur schummeln, oder? Na gut, dann hat er ihn wirklich abgelenkt. Okay, die nächste Übung, die wir mit euch machen wollen, nennt sich Sprunguhr. Dazu stellt ihr euch auf einen Fleck auf dem Boden, sucht euch einen Fleck aus, nehmt die Füße zusammen und stellt euch hin. Sehr gut. Wir stellen uns jetzt außen um unsere Füße eine Uhr vor. Vorne ist die 12, auf der rechten Seite ist die 3, hinten ist die 6 und links ist die 9. Wie bei einer ganz normalen Uhr. Ich sag euch gleich eine Uhrzeit und ihr müsst dann entweder auf die 12 springen, auf die 3, auf die 6 oder auf die 9. Okay? Wollen wir anfangen? Sehr gut. Okay, und die 12. Und zurück in die Mitte. Und die 6. Und zurück in die Mitte. Und auf die 3. Und zurück in die Mitte. Und nochmal auf die 3. Und zurück in die Mitte. Und auf die 9. Und zurück in die Mitte. Ich sage euch jetzt gleich eine Kombination aus verschiedenen Zahlen an. Und dann müsst ihr nacheinander dorthin, in die Mitte, zur nächsten Zahl, in die Mitte und so weiter springen. Okay? Kriegst du das hin, Hermann? Sehr gut. Okay. 6, 12, 3, 9. Kannst du dir das merken? Okay. 6. 12. 3. Und 9. Und zurück in die Mitte. Wenn ihr noch mehr davon haben wollt, dann könnt ihr bestimmt eure Eltern bitten, ob die da mit euch noch mehr machen. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Jetzt möchte ich, dass ihr eure Füße voneinander trennt. Ich sage euch gleich jeweils für das rechte und für das linke Bein jeweils eine Zahl und mit dem Bein müsst ihr dann auf die Zahl springen. Das kriegen wir, glaube ich, hin, oder?
Sehr gut. Okay, das rechte Bein auf die 12, das linke Bein auf die 6. 3, 2, 1. Sehr gut. Und zurück in die Mitte. Jetzt das rechte Bein auf die 3 und das linke Bein auf die 9. Okay? 3, 2, 1. Und zurück in die Mitte. Sehr schön. Jetzt das linke Bein auf die 12 und das rechte Bein auf die 3. Hast du es rausgefunden, Hermann? Sehr gut. 3, 2, 1. Sehr schön. Oh. Ja, wir haben gerade noch so die Balance gehalten, ne? In die Mitte zurück. Das rechte Bein auf die 12 und das linke auf die 9. 3, 2, 1 und los. Und wieder in die Mitte. Einen letzten Durchgang. Das rechte Bein auf die 9 und das linke Bein auf die 3. 3, 2, 1. Na, habt ihr das rausgefunden? Sehr schön. Okay. Dann wollen wir mal zu unserer nächsten Übung. Dazu braucht ihr wieder einen Ball eurer Wahl. Wir nehmen einen Fußball. Ihr könnt aber auch einen Handball nehmen oder einen Tennisball oder irgendwas, was auf dem Boden prellt. Ja, aber Dino, Socken prellen doch nicht auf dem Boden, oder? Tja, ihr braucht jetzt leider einen Ball. Als erstes möchte ich, dass ihr euch auf ein Bein stellt, mit der einen Hand auf den Boden prallt und mit der anderen Hand den Ball fangt und dabei das Gleichgewicht halten. Und das Gleiche könnt ihr nochmal zurück machen. Und das Gleiche könnt ihr auch nochmal ein paar Mal hin und her machen. Dino, kannst du das? Auf ein Bein stehen und prellen. Sehr gut. Das finde ich gut. Das könnt ihr bestimmt auch. Okay, als nächstes möchte ich, dass ihr euch wieder auf ein Bein stellt, aber dieses Mal den Ball nur von einer Hand in die eine prellt oder mit beiden fangt. Aber das ist nicht das Einzige. Ihr sollt beim Prellen euch aufs andere Bein stellen und ihn dann fangen. Okay, ich mach's nochmal vor. Okay, kannst du das auch? Sehr gut. Ich glaube, das lassen wir zählen. Okay, jetzt kombinieren wir beides. Jetzt habt ihr den Ball in einer Hand und prellt ihn in die andere Hand, aber dabei wechselt ihr auch das Bein, auf dem ihr steht, okay? Das sieht so aus. Okay, das kannst du doch bestimmt auch, oder? Kriegst du hin. Ich glaube, das kriegt ihr besser hin als der Dino, oder? Ich glaube an euch. Ja, unser Ball ist jetzt leider weggesprungen, aber da sind wir auch schon am Schluss des Videos angelangt. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Der Dino und ich bedanken uns bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!